Ja, mein Name ist Reinhard Appeldauer, ich bin Mitarbeiter der Firma Sonnenklee und darf mich hier bei uns in der Firma um die ökologischen Dämmstoffe kümmern. Das sind im Speziellen eben Baustrohballen und zertifizierte Stroheinblasdämmung. Dieses Unternehmen wurde 2003 gegründet, eigentlich mit dem Hintergrund, Luzerne und Klee und Heu, sage ich mal, zu produzieren und halt vor allem auch an Zoos und Wildtierbetriebe, also Jagdbetriebe und so weiter, auch zu verkaufen. Beim Boden habe ich das Thema als Landwirt ganz enorm, dass es uns ganz weh tut, dass wir so viel Boden verbetonieren. Wenn man sagt, welche regulativen Maßnahmen vielleicht, weil für das wäre natürlich auch eine Wirtschaftskammer natürlich durchaus zu haben, damit man da, wie gesagt, was kann man für Rahmenbedingungen schaffen, damit eben nachhaltiges Bauen verstärkt umgesetzt wird. Wenn man wirklich mit Materialien arbeitet bzw. eine Bauform wählt, die vom Flächenverbrauch angefangen eben möglichst optimiert ist, möglichst reduziert ist, bis hin natürlich zum ökologischen Fußabdruck der Materialien, die dort eingesetzt werden, wenn man das irgendwie lenkend erreicht, damit man keine Verbote aussprechen muss oder man kann nicht alles zu Tode fördern, aber wenn man im Wohnbaubereich, sage ich mal, mit Beton baut und das dann vielleicht auch noch irgendwie Wohnbau gefördert bekommt und dann noch eine Styropordämmung drauf gibt, Polystyrolprodukte verwendet, dann ist das meiner Meinung nach nicht zu fördern. Ich meine, ich habe jetzt nur keine drei Wünsche, aber das ist eher ein großer Wunsch, der sehr viel eigentlich umfasst. Es gibt zum Beispiel in St. Pölten das Haus des Lernens, wo ein großes öffentliches Gebäude komplett ökologisch errichtet wurde, zu vernünftigen Baukosten pro Quadratmeter, die nicht höher sind, als wenn man mit herkömmlichen Beton- und Polystyrolprodukten arbeitet. Aber es muss sich wer dessen bewusst sein, es muss sich da wer annehmen, es muss sich ein Planer hinsetzen, aber unterm Strich kann man sogar solche größeren Gebäude mit ökologischen Materialien ohne weiteres umsetzen, ohne dass das unbezahlbar sein muss. Also es geht, man muss nur wollen und man muss nur dementsprechend das Bewusstsein schaffen.